Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man Overload. Ja. Ich höre auf mit den Geräuschen. Ich habe im letzten Part gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich will das Let's Play vielleicht abbrechen oder lange Pause machen. Nee, natürlich nicht. Das dürft ihr bei mir nicht ganz so ernst nehmen, weil, natürlich könnt ihr es ernst nehmen, das ist dann dahingestellt, aber im Frust sagt man schon mal Dinge, die man auch nicht so meint. So wie ich zum Beispiel, ich würde das Projekt abbrechen, ich überlege wirklich, denn ja, da war bei mir eigentlich schon recht viel Verzweiflung. Ich habe dann zwei Tage Pause gemacht, oder drei, auf jeden Fall ein paar Tage. Habe mir dann später nochmal die Aufnahmen angeguckt. Und, also von Bubbleman hier und von Quickman. Und ich muss sagen, ich war wirklich, wirklich ziemlich dämlich. Ja, alle Flamer und Hater und wenn es Simon oder Zoom auch schon geschrieben haben, dann Glückwunsch. Aber ich habe selber schon gemerkt, dass ich nicht besonders klug agiert habe. Sowohl in Quickman als auch in Bubbleman Stage. Denn, sorry Leute. Denn natürlich in Quickman Stage ist logisch Instant Laser Death und so, da kommt man gar nicht richtig dazu zu denken. Und in Bubbleman hatte ich einfach einen Denkfehler. Deswegen mache ich Quickman, um zu gucken, ob das, was ich mir im Kopf ausgebrütet habe, auch wirklich funktioniert. Eins noch, ich habe jetzt schon seit Ewigkeiten kein Mega Man Overload mehr gespielt. Kein Mega Man generell, deswegen werde ich wahrscheinlich ablosen bis zum geht nicht mehr, denn ich habe die Strahlen nicht mehr im Kopf. Aber ich versuche trotzdem mein Bestes. Okay, da war zuerst links, das weiß ich noch. Was jetzt? Wow, ich habe mir... Okay, wo lang? Links lang. Und rechts lang. Ja. Und weiter rechts. Jawohl. Und hoch da. Jawohl. Wow, knappe Kiste. Okay, eins, zwei. Da war da unten eine Schlucht, das weiß ich noch. Und da war rechts Feuer irgendwo. Ja, da. Nein? Danke. Was war jetzt? Oh, noch ein Feuer. Und da ich hier wieder mal auf Nummer sicher gehen will... Hallo? Lalala. Oh. Allzu hoch darf ich auch nicht, danke. Scheiße, ich wollte ausweichen, geskillt, aber... So geskillt bin ich hier... Oh, danke. Dann anscheinend doch nicht. Aber das macht auch nichts. Oh, ich gehe nach oben. Scheiße, mach weg, danke. So, ey, Moment, den muss ich jetzt zuerst töten. Oder? Shit, ich habe wieder so eine dumme Position. Ja, gut. Okay, sicherheitshalber Flash-Stop. Ich werde ihn wahrscheinlich noch nicht ansetzen, denn ich will erstmal... Moment, ich... So, so ist es klüger, denn wenn ich versehentlich schieße, ist das scheiße. Gucken wir mal, ob ich recht behalte. Ja, wenn Mega Man da runterschlüpfen würde, wäre alles okay. Aber das macht nichts, das ist ja alles noch Testphase. Ich war, Leute... Ja, natürlich. So, hier sind alle tot, der da nicht. Moment, hier hinstellen. Schnell. Das war nice one. Und ich bin jetzt, ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ich bin jetzt etwas aktiver wieder auf Arbeitssuche, deswegen bleibt für mich da nicht sehr viel Zeit zum Aufnehmen. Und deswegen muss ich die Zeit, die ich noch habe, denn ich komme ja leider auch nicht immer zum Aufnehmen, muss ich für Aufnahmen nutzen und meinen... Sorry. Mein Hals. Tut mir leid, Leute, für Unterbrechen. Wow, wie großzügig, danke. Und muss die Zeit, die mir noch bleibt, für Aufnahmen nutzen, denn den Sprung könnte ich auch so schaffen, aber das will ich nicht riskieren. Ja, was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Ja, ich werde die Zeit, die ich jetzt noch habe, die geringe, werde ich für Aufnahmen nutzen. Denn durch meine Familie komme ich auch nicht immer zum Aufnehmen. Das ist auch so ein Problem. So, rechts lang! Yeah! Anscheinend klappt es. Ich will mal gucken, ob das ohne Timestop möglich ist. Bestimmt. So, jetzt habe ich auch wieder gute Laune und
und Spaß am Spiel. Weil das ist so ein Sicherheitshaken, an dem ich mich festhalten kann. So, also ganz rechts lang. Oder fast ganz rechts. Da kam ja noch so ein Laser. Ungefähr hier. Ja! Wow! Okay, so gut wie jetzt war ich noch nie. Wow! Komm, 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 komm. Okay. Da wäre es ganz nützlich, wenn ich da Time aktivieren könnte. Ich weiß, ich komme da auch so durch. Aber jetzt habe ich wenigstens einen kleinen Sicherheitsgriff hier, wo ich mich anhalten kann. Festhalten, wie auch immer. Und ich glaube, jetzt ist das sehr wohl schaffbar. Man kann das auch ohne Timestop schaffen, das weiß ich mittlerweile. Wow! Aber ich werde es trotzdem sicherheitshalber mit Timestop versuchen, wenn mir nichts anderes übrig bleiben sollte. Ich weiß, es ist auch ohne möglich, aber ich will Sicherheit. Denn das ist mir das Wichtigste. Hehe, ich hätte doch die 1 nutzen sollen. Na, aber egal. Haben wir eben ein Leben verloren, was soll's? Heute habe ich gute Laune. Und da spiele ich so ein Spiel. Ja, toll, um meine Laune weiter zu senken. Aber nee. Heute habe ich so gute Laune, da kann mir selbst Mega Man Overload nichts anhaben. Warum habe ich überhaupt so gute Laune? Keine Ahnung. Weil, ich komme gerade von einem Kurs, also so Arbeitssuche, die einem helfen, Arbeit zu finden. Fick dich, Handy. Eine Sekunde. So, Leute. Nein, ich habe das Fenster verschoben, mich. Spacko, ich hoffe, das sieht man nicht allzu sehr. Naja, lassen wir es. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, wir werden jetzt... Wie viel Leben habe ich überhaupt? 4, geil. Ich werde jetzt mal einen etwas ernsthafteren Versuch hier angehen. So. Ja. Da ungefähr. Schön. Schönes Ding wollte ich sagen, aber egal. Egal, egal. Heute kann... Achso, meine Hose ist nass, weil ich dem Hunden Wasser gegeben habe. Und ein bisschen ein paar Tropfen. Was ich sagen wollte, ja, heute kann mich nichts schocken, nicht mal das Telefon. Weil, danke. Weil ihr wisst, dass ich es hasse, wenn ich angerufen werde. Vor allem mitten unter den Aufnahmen. Aber selbst das kann mich heute nicht schocken. Heute habe ich einfach viel zu gute Laune. Woher die gute Laune kommt, weiß ich selber nicht. Und da! Fast! Ich komme immer näher, so ein ganz kleines bisschen. Solange ich den Timestop nicht aktiviere, ist alles in Ordnung. Das heißt, ich muss nur sterben. Nein, das heißt, ich muss nur diese eine Stelle schaffen. So, und da haben wir das Leben, das wir bekommen haben, auch gleich schon wieder verloren. Yeah. Moment, ich habe mal gelesen, es gibt da irgendwie so ein... What? Warte! Was war denn das für eine Aktion gerade? Kann es sein, dass die nach einer Zeit wiederkommen? Eigentlich kann man hier auch ganz leicht so durch, aber ich gehe kein Risiko ein. So. Ich habe mal in der Zeit gelesen, wo ich... Ich habe mal in der Zeit, wo ich das hier nicht gespielt habe, was gelesen. Moment, geht das? Denn es gibt so einen Trick, wo man sich irgendwie so weiter vorarbeiten kann. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Dadurch kann man viel weiter springen als eigentlich möglich, glaube ich. Und das werde ich testen. Zack, ungefähr hierhin. Ja, ich glaube, wir fliegen ein bisschen weiter. Ja, das ist tatsächlich möglich. Geil, das habe ich auch noch nicht gewusst. Okay, lassen wir die Spieler rein. So. Versuchen wir es nochmal. Ich habe 2 Leben, wie ich gesehen habe. Und wenn ich mich verguckt habe, dann bin ich sowieso am Arsch. Ungefähr hier. Nein, das war dumm. Ja, ich hätte noch ein Stück weiter fliegen müssen. Das war gar nicht mal so gut, was ich hier mache. Ich bin von mir selber beeindruckt, ja. Warum kommen die immer wieder und die anderen davor nicht? Das verstehe ich auch nicht. So, jetzt kann ich noch gucken, wo es wäre. Einmal da und da. Yeah.
So, 0 Leben. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch gesehen den Flash-Stop aktivieren. Da, ungefähr. Nein, ein Stück weiter. Wow! Das war nice. Wow! So, jetzt ist es mir egal. So, nein, ich wollte das Leben. Fuck. Okay, jetzt weiß ich. Fuck. Ja. Ich hätte den Sprung nämlich schaffen müssen. Okay, da weiß ich zumindest, dass es möglich ist. Jetzt versuche ich mal das, was ich bei Bubble Man geguckt habe. Mein Sessel, man hört ihn wieder. Ja, ich weiß. Ich habe einen alten Stuhl. Vor allem einen ziemlich kaputten Stuhl, weil mehrere Räder kaputt sind. Ein Rad ist sowieso nur mehr zur Hälfte da. Und ja. Der Stoff vom Stuhl ist auch schon ziemlich vernichtet. Weil, naja, das ist nicht wirklich Stoff, was das ist. Eine Mischung. Warum springst du nicht? Das ist seitlich Stoff, mittig Leder. Und ja, ich sitze immer so am Stuhl, dass ich das Leder genau kaputt machen kann. Weil, wow! Jawohl, das war geil. Ich gehe gleich oben lang. 0 Leben, perfekt. Weil ich sitze, oder besser gesagt, ich sitze nicht wirklich, sondern doch, ich sitze schon mit einem Fuß, aber mit dem anderen Fuß stehe ich auf dem Sessel. So, wieder Technik. Das war dumm. So. Moment, ich habe ja Metal Man. Was mache ich da für eine Scheiße? Oh, nochmal. Ja, brauche ich nicht. Oder doch, die 1. Fuck, ich wollte springen. So, jetzt nutze ich hier die 2 in etwa so. In etwa so. Das sagt man anders, soweit ich weiß, aber egal. So, und dann hier rein. So, sind wir hier. Ich will zu dieser einen Stelle da kommen, ihr wisst welche. Und da habe ich gesagt, ja, schafft, wo keiner ist und so weiter, ja. Ich bin auch nicht perfekt. So, an dieser Stelle. Ich habe geguckt. Warum lasse ich mich nicht einfach mal fallen? Und lenke mich genau in die Stacheln rein. Perfekt. Nee, ist bestimmt möglich. Ach, ich versuche es jetzt. Wie ihr seht, Leute, der Ansatz ist ganz klar. Ich schöpfe neue Hoffnung durch Dinge, die ich durch Dummheit nicht gepackt habe. Oder besser gesagt, durch meinen... Autsch. Das ist so ähnlich wie Super Meat Boy. Weil in Super Meat Boy komme ich auch nicht weiter, wenn ich mich zu sehr aufrege. Weg da. Danke. Ich bin am Überlegen. Hier habe ich eigentlich Metal Man geschafft. Nee. Das war eine geile Aktion. Ja, Frosch. Verschwinde Frosch. Nicht Frosch, Plattform meine ich. Weil das war, glaube ich, zu niedrig. Nö, passt sogar. Zum Rest gehe ich zu Fuß. So, ich muss da nur mal gucken, um zu gucken, ob es überhaupt möglich ist. Bei Quickman weiß ich jetzt, dass es möglich ist. Ich war nur zu dumm zum Springen. Bei dieser einen Stelle. Aber da wisst ihr ja schon. So. Ich lenke mich genau rein. Jedes Mal. Aber ich packe das. Ich schaffe diesen Hack. Auch wenn ich 100 Videos dran sitze. Na gut, dann muss ich mir die ganzen Beleidigungen von No Soma und von, naja, von Soma weniger, aber von Simon anhören. Weil er dann meint, du bist der schlechteste Mega Man-Spieler aller Zeiten. Ja, und kann es, ja, kann möglich sein, dass mein Skill eingeschränkt wurde, beziehungsweise in Mega Man 2 war ich sowieso nie so wirklich der Allerbeste. So. Das war sehr schön, einigermaßen. So, einmal hier rüber. Dann warten, bis es weg ist. Lalalala. Und die 2 nutzen, weil es die 2 ist. Das ist ja logisch, das ist ja klar. So. Und natürlich, ja, ich hätte irgendwas aufhören können, aber egal.
Ich werde natürlich keinen Safe State nutzen, keinen einzigen, warum sollte ich auch? Weil das Spiel ist zwar einigermaßen hart, aber wenn man versteht, was man zu tun hat, dann ist es auch nicht so schwer. So wie das hier zum Beispiel, ich hab's gepackt. Kann man da einfach so drüber? Ich weiß es nicht. Ich will kein Risiko eingehen. Oh, ich glaube, ich musste da in die Lücke, oder? Nö, gar nicht. Sehr, sehr schön. So. So, unter Wasser kann ich besser springen. Keine Ahnung warum. Ach, ich benutze Metalman. Ja! Schrimps. Verschwindet, Schrimps. So, was kommt hier? Das Gute ist, diese Stelle haben wir noch gar nicht gesehen. Das heißt, das ist jetzt alles... Hehe, neu für mich, aber ich gehe jetzt... Komm her. Komischer Metroid-Verschnitt. Ich gehe jetzt mit Intelligenz vor. Ja, bekomme ich halt ein bisschen Schaden, egal. Seht ihr, ich kann mich immer wieder aufrüsten. Aufrüsten vor allem. Nein! Moment, das ist jetzt irgendwie dämlich. Fuck! Ich dachte, ich treffe zuerst dieses komische Teil da. Naja, egal. Ich komme zumindest weiter, das ist ja schon mal etwas. Ja, jetzt kommt die Energie. So, Metal Man. Null Leben übrigens, aber das macht nichts. Weil ich bin jetzt wieder motiviert, ich bin wieder gut gelaunt. Der Wolf hat wieder so etwas wie Laune, das ist ja mal herrlichst. Woran bin ich gestorben? Hä? Ja, das verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber der Simon wird bestimmt wieder eine logische Erklärung haben. Oder ne, Moment. Ozoma hat Bubbleman Stage gemacht, der wird eine Erklärung haben. Naja, egal, versuchen wir nochmal Quickman hier. Weil jetzt bin ich motiviert und gut gelaunt und heißer Sound, geil. Und jetzt liebe ich Ozoma und Simon wieder, jetzt sind sie wieder meine allerbesten Freunde hier. Ich weiß, ein paar Parts davor habe ich beide noch verflucht und... Wer weiß, was ich sie nicht genannt habe, aber jetzt sind sie wieder meine Homies, meine Kumpels und die besten Menschen überhaupt. Und ein paar Parts weiter könnt ihr schon mal klicken. Vorausgesetzt, ich habe nicht wieder eine Pause oder so einen Scheiß gemacht. Und dann werdet ihr wieder hören, wie ich Ozoma und Simon beleidige. Hey, hey, hey. Hallo? Ja, genau aus dem Grund wollte ich jetzt eigentlich nicht weitergehen, weil ich nichts mehr gesehen habe. Ach, egal. Muss ja nicht sein. Ich glaube, ich bin genau da durchgefallen. Hab ich ein Glück. Oh, die Energie. Könnte ich eigentlich zur Orientierung verwenden, aber nee. So, schon mal Time Stop auswählen. Nur für den Fall, falls ich ihn brauche. Wow, das war knapp. Fast. Wow! Alter Verwalter! Ich bin nach unten gegangen. Ach, egal. Bin ich eben gestorben. Ja, und ich habe gute Laune. Hey! Hört man mir vielleicht an? Ansonsten würde ich hier so... Rage-Mode, Simon schwul und so mal schwul. Blablabla. Aber nee. Gute Laune, Wolf schlägt zu. Gute Laune, Wolf vor allem. Komm ich auf so einen Scheiß. Na, egal. Ihr Leute werdet schon irgendetwas rein interpretieren können. Oh. Ja. Mega Man trifft das Loch nicht, aber egal. Nicht jeder trifft beim ersten Mal gleich das Loch, nicht wahr? Das klang jetzt irgendwie. Wow. Was? Ja, ist klar. Diesen Spruch von eben. Die könnt ihr entweder vergessen oder irgendetwas anderes rein interpretieren, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall werde ich meine Aussage, ich werde mich enthalten, so. Yeah! Noch mehr Leben, noch mehr Versuche. Keiner wird mich hier klein kriegen. Ich bin der Onkel Wolf und ein Wolf gibt nicht auf. Nichts und niemand gegenüber. Auch wenn er tausendmal stirbt. Ich gebe nicht auf. Ich werde hier sitzen bis ans Ende meiner Tage. Denn ich bin Gargamel und ich fange diese Schlümpfe.
Nee, mal ganz im Ernst, die Schlümpfe finde ich echt schlimm. Die sind dumm. Ich finde Schlümpfe gar nicht gut. Nicht, dass einer meint, oh, der Onkel Wolf ist Schlümpfe-Fan und so. Nee, überhaupt nicht. Kein bisschen, gar nicht. Und ich sehe gleich, das Video ist eigentlich schon wieder zu Ende. Da werde ich aber noch bis zum Game Over. Oh wow, bis zum Game Over weitermachen. Komm, 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 komm. Yes, Mann. Mega Man ist nicht gesprungen. Also, er ist schon gesprungen, aber zu gering. Scheiße. Egal, egal. Mach doch nix. Wie viel Versuche? Null. Ja. Mach doch nix. Der Wolf hat gute Laune. Zum ersten Mal in diesem Let's Play überhaupt. Aber egal, egal. Jetzt ist mir alles egal, denn der Wolf hat Laune ohne Ende. Laune für alle. Will jemand gute Laune? Da muss er nur den Onkel Wolf fragen. So, ich glaube, ich bin zu weit. Nein! Doch, ich war zu weit. Mist, Mist, Mist. Man hat wieder mein Sessel gehört als Abschluss. Stage Select. Gut, das war der heutige Part von Mega Man Overload. Ich werde mich jetzt gleich nochmal dran setzen und es weiter versuchen. Vorausgesetzt, ich habe überhaupt Zeit zum Aufnehmen. Wie gesagt, ich hoffe es, denn ich komme ja nicht immer dazu. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Der gute Laune Wolf verabschiedet sich und wünscht euch noch viel Spaß mit diesem Video, mit meinen anderen Videos, mit meinen anderen Projekten. Was auch immer ihr ansehen wollt. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!